Robert, was ist denn heute hier los? Also normalerweise würden wir hier gerne Remi-Demi machen an unserem letzten Schultag von den 12. mit den 11 ein paar kleine Spielchen machen, auch ein bisschen Alkohol trinken. Aber aufgrund von Corona fällt das natürlich alles leider aus, genauso wie unser Abiball. Und deswegen möchten wir gerne eine Beerdigungszeremonie vonstatten finden lassen. Wie fühlt man sich denn da jetzt? Wie ist so die Stimmung in der Schule jetzt zu Corona-Zeiten? Ihr wart ja mit die Einzigen, die jetzt in die Schule gehen durften. Wie ist so die Stimmung gewesen? Also die Stimmung war recht gedeckt. Also man hatte keine Zeit mehr, wirklich die letzten Wochen noch zu genießen. Man konnte keinen mehr umarmen, man konnte nicht mehr viel Spaß zusammen machen. Und die Lehrer waren auch eher darauf bedacht, uns jetzt bestmöglich in der kurzen Zeit auf unser Abi vorzubereiten. Und da ist das Menschliche wahrscheinlich ein bisschen auf der Strecke geblieben. Unsere 12er ist ein ganz, ganz toller Jahrgang. Und es tut mir sowas von leid für diese Truppe. Denn die Abi-Feier und alles Mögliche hängt ja auch mit dran. Und die Gefühlslage ist komisch, das muss ich sagen. Sie hätten gerne die Elfer mit hierhausen gehabt. Sie hätten gerne ihre Spielchen mit den Elfern gemacht. Aber es geht einfach nicht unter den jetzigen Bedingungen. Tut mir so leid. Herzlich willkommen, liebe Angehörige der Klassenstufe 12. Wir haben uns heute hier versammelt, um unsere liebgewonnene Schulzeit zu beerdigen. Nach 12 Jahren ist es nun Zeit, Abschied zu nehmen. Also ich traue ihr auf jeden Fall hinterher, weil ich habe so viel erlebt in dieser Schulzeit und vor allem die Freunde, solche Freunde, ich weiß nicht, ob ich die jemals wieder kriege. Und ich weiß nicht, wie es bei den anderen Schülern ist. Viele sind froh, jetzt die Schule zu verlassen, aber ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn Corona gesagt hätte, nee, wir müssen noch mal ein Jahr wiederholen. Ja, wir haben ja im Augenblick die 10er, 11er und 12er da. Ab morgen kommen gruppenweise alle anderen Schüler. Bis jetzt läuft's gut. Wir hoffen, dass es so bleibt. Wir haben verschiedene Hygieneregeln aufgestellt, müssen halt eingehalten werden. Und wir hoffen ganz sehr, dass kein Corona-Fall bei unserem Gymnasium kommt. Denn sonst besteht die Gefahr, dass wieder zu ist. Das will kein Mensch.